Mal eine öffentliche Frage. Es geht um dieses EMDR-Prinzip. Ja, da hat der Herr Professor Tutor ein paar Veröffentlichungen dazu rausgegeben. Und vor 3 Monaten schon jetzt sind einige Fragen diesbezüglich aufgetaucht. Und so wie es mir da zugetragen wurde, sind bis jetzt noch keine Antworten drauf erfolgt. Vielleicht ist es in der Masse der Zuschriften einfach untergegangen, wer weiß. Also Herr Tutor sagt ja selber, dass er mit Arbeit zugemüllt wird, ne? Ja, die Hauptfragen sind nämlich folgende, ne? Mit dem Originalprogramm von Herrn Tutor gibt es auch Overunity, wenn der Konsortator abgeschalten wird, ne? Also wenn er komplett entfernt wird aus dem Programm oder wenn er kurz geschalten wird, dieser Kondensator hier, ne? Und dieses Prinzip habt ihr ja alles so halbwegs kapiert, ne? Hier eigentlich dieses Newman-Motor-Prinzip, dann mit speziellen Magneten, die speziell berechnet sein müssen, mit einer speziellen Spule, die be speziell berechnet sein muss, mit einem speziellen Kondensator, ne, nach diesem Programm dann und dann das Teil hier drin auf über 32.000 Umdrehungen hochdrehen und hier eine Last anschließen und dann fällt es in der Drehzahl auf 31.000 und du kannst hier Lasten anschließen, noch und nöcher. So war die Theorie gewesen. Ja, allerdings, wenn es dann darum geht, kleine Flüchtigkeitsfehler aus der Welt zu schaffen, ja, müssten wir erstmal schauen, was da jetzt wirklich dran ist. Ne? Dieser Effekt tritt auch auf, wenn die falsche Berechnung der Induktivität korrigiert wird. Und die dritte Frage, ach, das war keine Frage mehr, ne? Da hat dann die Ergebnisse vom Herrn Tutor gegenübergestellt und in beiden von den Fällen sieht man, dass der Drehmomentverlauf demjenigen von Herrn Tutor um 180 Grad verdreht ist. Ja, und was das jetzt heißt, wurde, das war übrigens von Herrn Wanninger ein Post auf energiederzukunft.org. Hier ist der ganze komplette Link. Ja, und hier unten hat es dann der Ritz nochmal ziemlich kurz und prägnant zusammengefasst. Ja, hier oben erst nochmal dieser komplette Text, um was es da ging in diesem Programm dann. Und dann hier dieser Vorzeichenwechsel führt zu 180 Grad Drehung des von der Induktionsspule erzeugten Magnetfeldes und damit des auf die Emulationsschleifen wirkende Drehmoment. Vermutlich liegt hier das Problem. Eine gute Vorzeichenkontrolle ist, die winkelabhängigen Graphen der Ableitung des Flusses und des Drehmomentes zu vergleichen. Im Idealfall reiner Sinusverläufe unter Vernachlässigung der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit der Felder müssen die Kurven einer Phasenwinkel von 180 Grad aufweisen. Sind sie gleichphasig, wird aus der induktiven Bremse ein induktives Gaspedal. Tja, was heißt das jetzt? Also wie ihr seht, die Diskussionen darüber werden immer noch geführt. Allerdings, wie gesagt, mich persönlich würde es halt schon mal interessieren, warum, wieso, weshalb dann mit diesem Originalprogramm und kurzgeschaltetem Kondensator trotzdem Overunity auftreten soll. Wir wollen ja alle noch hinter die Wahrheit kommen.